Guten Morgen Hannover, jetzt bin ich bei Change Your Life eingeladen, beim Hakan einen Vortrag und ein Q&A zu machen für sein Publikum. Hat ja jetzt auch schon wieder 2 Jahre gedauert, dass das stattgefunden hat, als ich zum letzten Mal da war. Jetzt war auch die ganze Woche, also Christian hat ja Urlaub, jetzt haben wir gar nichts irgendwie mitgefilmt, aber heute holen wir das jetzt nochmal ein bisschen nach. Netterweise ist Lukas heute eingesprungen. Und dann wollen wir doch mal schauen, dass wir hier. Hier. Ja, genau. Und wann habt ihr heute angefangen? Wir haben auch ein bisschen später tatsächlich. Ja? Weil wir leider etwas später gekommen sind. Mhm. Mit Reinhold Messner habe ich über das Thema Mut gesprochen, weil er alle 7000er der Welt ohne Sauerstoff, ist lebensgefährlich, ja, es hat auch vorher noch keiner gemacht, aber er hat gesagt, ich schaffe das. Warum? Weil er sagt, man kann das trainieren, ja. Also klar brauche ich Mut für das Projekt, aber ich brauche extrem gute Vorbereitung für die Durchführung. Und das geht uns ja allen so. Also wir brauchen Mut. Warum? Weil wir Dinge tun werden oder wollen, die wir vielleicht noch nie getan haben und die uns unter Garantie nicht beim ersten oder zweiten oder dritten Mal gelingen. Sie werden uns nicht gelingen. Also Erfolg hat mehr damit zu tun, nichts zu schaffen, als etwas zu schaffen. Man muss nur so oft weitermachen, bis man es irgendwann kann. Den Mut brauchst du dafür, dass du eben den Spott und die Häme und die Haha, habe ich dir doch gleich gesagt, jetzt hast du schon 3-mal versucht, natürlich hast du es nicht geschafft. Ja. Den Mut brauchst du dann trotzdem weiterzumachen. Und irgendwann hast du die Praxis und irgendwann weißt du, wie es geht. Und dann wird es besser. Und dann wird Erfolg auf einmal leicht. Aber am Anfang, wie in dem Prinzip mit dem Momentum, am Anfang ist das unglaublich schwer. Weil du machst und machst und machst und hast keinen Erfolg. Und jeder sagt, ja jetzt, was hast du denn von deinen ganzen Erfolgsseminaren und deinen Erfolgsbüchern und deinem ganzen Rumgequatsche und so weiter? Bist ja doch nicht erfolgreich. Und da musst du sagen, abrechnen werden wir am Schluss. Und das ist das geheime Prinzip. Natürlich wird es am Anfang nicht funktionieren. Dafür brauchst du eben den Mut, das durchzuhalten, sozusagen.